Ich rufe auf die Regierungserklärung, den Tagesordnungspunkt 2, und zwar durch den Hessischen Kultusminister betreffend zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler, Herausforderungen meistern, Bildungsqualität stärken. Die vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten pro Fraktion. Die Reihenfolge ist klar. Landesregierung, SPD-Fraktion, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, FDP-Fraktion, CDU-Fraktion und Frau Kollegin Öztürk, sofern sie das wünscht. Ich erteile das Wort dem Herrn Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir erleben derzeit einen immer rasanteren gesellschaftlichen Wandel. Ein Wandel der Arbeitswelt, der Berufsbilder und des Erwerbslebens, aber auch ein Wandel im Familienleben, vor allem weil immer mehr Eltern zu gleichen Teilen arbeiten gehen. Und nicht zuletzt tragen die Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen zu diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess bei. Dieser Wandel birgt erhebliche Chancen, denn ohne Wandel gibt es keine Entwicklung und keinen Fortschritt. Dieser Wandel birgt aber auch Risiken, weil er die Anforderung stellt, Qualifikationen und Erfahrungen immer wieder anzupassen. Deswegen verändert sich mit diesem Wandel der Arbeits- und Berufswelt und des gesellschaftlichen Lebens insgesamt in vielen Bereichen auch die Schule. Was kann und soll Schule also in dieser sich ständig wandelnden Welt leisten? Die Qualifikation eines Menschen in seinem künftigen Arbeitsgebiet entwickeln, ökonomisch-beruflich orientierte Kompetenzen vermitteln, die Schülerinnen und Schüler auf ihren beruflichen Erfolg vorbereiten? Sicherlich auch. Aber können und dürfen derartige Überlegungen der einzige Maßstab von Schule sein? Sicherlich nicht. Schule, meine Damen und Herren, muss ein umfassendes Ziel verfolgen, nämlich eine qualitativ hochwertige Bildung und Ausbildung der Fähigkeiten, der Talente, der Gesamtheit der charakteristischen Eigenschaften eines Menschen. Das wollen wir als Hessische Landesregierung. Und die bestmögliche Bildung in diesem Sinne erreichen wir für unsere Schülerinnen und Schüler durch bestmögliche Qualität der Arbeit an und in unseren Schulen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich zunächst einmal Danke sagen. Mein herzlicher Dank gilt jeder Lehrerin, jedem Lehrer, allen Schulleitungsteams und Mitarbeitern der Bildungsverwaltung für ihren täglichen Einsatz und ihr hohes Engagement zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Einmal mehr ist auch der gelungene Start dieses Schuljahres der Beweis für ihre vorbildliche Arbeit. Aber auch für dieses neue Schuljahr lautet die zentrale Frage, wie können wir unsere Schulen und Lehrkräfte so unterstützen, dass sie ihr Leistungsvermögen voll zum Einsatz bringen können. Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen zu mündigen, eigenständig denkenden und sozial handelnden Erwachsenen heranbilden. Das bedeutet, dass die Qualität jeder schulischen Arbeit, der Einzelschule, wie jeder einzelnen Lehrerin und jedes einzelnen Lehrers sich daran auszurichten hat. Und diese Parameter, meine Damen und Herren, können Sie auch in allen Bereichen unserer Bildungspolitik als Leitideen wiederfinden. Die Bildungspolitik dieser Regierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN wird von zwei Leitgedanken geprägt. Da ist auf der einen Seite die Bewahrung des Bewährten, denn wir haben bereits sehr viel erreicht. Und zweitens geht es um Innovation und Weiterentwicklung überall dort, wo es sinnvoll und notwendig ist. Die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes, die zu diesem Schuljahr in Kraft getreten ist, verfolgt deshalb drei wesentliche Gedanken im Hinblick auf die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an unseren Schulen. Ich habe sie schon bei Ihrer Verabschiedung im Mai verkündet. Ich betone sie aber heute gerne noch einmal, da sie die Grundlage unseres Handelns bilden. Das ist erstens die Stärkung der Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit im hessischen Bildungssystem, zweitens die bestmögliche individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler und drittens die Sicherung und Entwicklung der Qualität des Unterrichts. Und wir haben verschiedene Maßnahmenpakete geschnürt, mit deren Hilfe wir die großen Themen des gesellschaftlichen Wandels im Bereich der Bildung erfolgreich gestalten werden. Unsere Qualitätsoffensive bei Fortbildung und Beratung setzt nicht mehr auf die einzelnen Lehrkräfte im Sinne von Einzelkämpfern, sondern möglichst auf ganze Kollegien. Und wir konzentrieren uns mit ihr auf die großen Themen der Bildungspolitik: Integration, Inklusion, Medienbildung, also der große Bereich auch der Digitalisierung, Lesen, Schreiben, Rechnen, die Basiskompetenzen, Ganztag und berufliche Bildung. Gemeinsam mit der Hessischen Lehrkräfteakademie und den staatlichen Schulämtern entwickeln wir hier abgestimmte, passgenaue Veranstaltungen, um die neuen Herausforderungen anzugehen. Schulen können sich mit ihrem speziellen Fortbildungs- und Beratungsbedarf direkt an ihr zuständiges staatliches Schulamt wenden und erhalten dort durch die neu eingerichteten multithematischen Teams eine entsprechende Unterstützung, von den Bedarfen der Schule aus gedacht und systematisch gesteuert.
So werden z. B. Angebote zum sprachsensiblen Fachunterricht wie auch zur Demokratie- und Werteerziehung ausgebaut werden. Und wir werden eine groß angelegte Initiative zur Fortbildung aller Lehrkräfte im Bereich der digitalen Bildung mit dem Ziel unternehmen, unsere Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen in der Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Für eine verbesserte Diagnosefähigkeit unserer Lehrkräfte hat das Land zudem Projektbüros eingerichtet, die sie bei der Umsetzung und Optimierung der individuellen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler beraten und unterstützen. Aber auch die Anforderungen an die Schulleiterinnen und Schulleiter haben sich in den vergangenen Jahren sowohl im administrativen als auch im pädagogischen Bereich signifikant gewandelt. Deswegen wollen wir Lehrkräfte bereits vor der Übernahme dieses verantwortungsvollen Amtes noch besser vorbereiten und fördern, als es bislang der Fall war. Und dafür haben wir eine neue Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern entwickelt. Die Ergebnisse der Evaluation aus dem Pilotprojekt, das im letzten Schuljahr durchgeführt wurde, haben die Tragfähigkeit und hohe Qualität unseres neuen Konzepts bestätigt. Das und die große Nachfrage. Rund 500 Lehrkräfte haben ihr Interesse an einer zukünftigen Teilnahme bekundet, bestärkt uns in unserem Vorhaben, dieses Konzept nunmehr in ganz Hessen einzuführen. Erstmals wird es damit in Hessen eine systematische Führungskräfteentwicklung für angehende Schulleiterinnen und Schulleiter geben. Und damit qualifizieren wir nicht nur noch besser, sondern wir sorgen auch dafür, dass uns im Rahmen der Schulleiterstellenbesetzung künftig eine große Auswahl an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zur Verfügung stehen wird. Damit, meine Damen und Herren, läuten wir in Hessen eine neue Ära der Schulleiterqualifizierung ein. Unsere Qualitätsoffensive richtet sich darüber hinaus in besonderem Maße an die Grundschule. Denn die Grundschule ist als erste Schulform prägend für den weiteren Bildungsweg der Kinder und nimmt eine Vielfalt unterschiedlichster Begabungen auf. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben unserer Grundschullehrkräfte, und entsprechend bedeutungsvoll ist die Aufgabe der Grundschule insgesamt. Hessen setzt daher auf die Expertise der Grundschullehrkräfte, unter anderem in unserem neu geschaffenen Praxisbeirat, der das Ziel hat, unsere Grundschulen noch besser zu unterstützen und soweit es möglich ist, zu entlasten. Vor 11 Tagen, meine Damen und Herren, habe ich auf meiner Pressekonferenz spezielle Maßnahmen für die Grundschulen vorgestellt. Gerne betone ich heute noch einmal die zukunftsweisenden und auf die Entlastung unserer Grundschulen ausgerichteten Maßnahmen aus diesem Paket. Für die unterrichtsbegleitende Unterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer schaffen wir 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte. Davon werden 400 bereits zum 1. Februar 2018 in Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die weiteren 300 Stellen sind dann ab 1. August für die Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen vorgesehen. Weiterhin nehmen wir bei den Konrektorenstellen eine Besoldungserhöhung vor, wovon insgesamt über 900 Lehrkräfte profitieren. Und es geht nicht nur ums Geld, meine Damen und Herren. Für die Grundschulen mit einer Größe zwischen 80 und 180 Schülerinnen und Schüler schaffen wir jetzt zum ersten Mal überhaupt Konrektorenstellen zur Entlastung. Für eine umfassende und zielorientierte Unterstützungsleistung mit klarem Fokus auf unseren Grundschulen entstehen in den 4 Kooperationsverbünden der staatlichen Schulämter außerdem 24 zusätzliche Stellen für Schulberater und Schulpsychologen. Darüber hinaus werden wir bewährte Maßnahmen wie die anlassbezogene schulpsychologische Beratung in den Grundschulen ausbauen und durch zusätzliche Angebote aus den Bereichen Fortbildung, Beratung und Schulevaluation ergänzen. Und wir werden die finanziellen Mittel für das bislang schon erfolgreich gelaufene Programm zur Fortbildung und Beratung von Schulleiterinnen und Schulleitern hinsichtlich der Steuerung von Schulentwicklung ab dem kommenden Jahr verdoppeln. Damit werden künftig 140 Schulen jährlich davon profitieren können. Wir unterstützen die Professionalisierung unserer Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote zur Vermittlung der elementaren Kulturtechniken, also in den zentralen Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen. Und speziell für die Vermittlung und Herausbildung von Rechtschreibkompetenz stellen wir seit diesem Schuljahr interessierten Grundschulen erstmalig einen Grundwortschatz zur Verfügung. Mit seiner Hilfe werden wir zukünftig die Förderung, Begleitung und Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler über ihre gesamte Bildungsbiografie in den Blick nehmen. Und das in einem ganz zentralen Aspekt. Bildet auch die Rechtschreibkompetenz eine wesentliche Grundlage für den Erwerb der Bildungssprache Deutsch. Ihre Beherrschung, die Beherrschung der Bildungssprache, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Schullaufbahn, für eine gelingende Integration und damit für ein gelungenes Leben in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Für die Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben allein seit Januar 2016 über 4.000 Lehrkräfte im aktiven und im Vorbereitungsdienst die Basisqualifizierung Deutsch als Zweitsprache durchlaufen. Und bis Februar 2018 werden wir über 500 Lehrkräften den Erwerb der kompletten Fakultas Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache ermöglicht haben.
Denn eines ist uns klar, meine Damen und Herren, im Bereich der Sprachförderung werden die Herausforderungen nicht geringer werden. Aber wir nehmen sie an. Nachdem wir in den letzten zwei Jahren mit unseren Intensivklassen, den Intensivkursen, an den Schulen für Erwachsene schon über 40.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger beschult haben, heißt es nun, diese sukzessive in die Regelklassen zu überführen. Und nur um diesen Übergang zu unterstützen, haben wir allein 200 Stellen zusätzlich bereitgestellt. Denn hier gilt es ebenfalls, Qualität an die erste Stelle zu setzen. Aus diesem Grund haben wir als wesentliches Qualitätsmerkmal im vergangenen Jahr das in Hessen bereits sehr erfolgreich etablierte deutsche Sprachdiplom auf die beruflichen Schulen ausgeweitet, woran auch über 700 hessische InteA-Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, eine gute Ergänzung zu der mündlichen Frage, die wir vorhin hatten. Und dieser Wert, diese 700 Schülerinnen und Schüler, die die Prüfung für das deutsche Sprachdiplom gemacht haben, das ist ein bundesweiter Spitzenwert, meine Damen und Herren. Da sind die anderen Bundesländer noch auf dem Weg, uns zu folgen. Dieses Sprachdiplom ermöglicht nicht nur Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern bessere berufliche Chancen, sondern bietet auch potenziellen Arbeitgebern und Ausbildern valide Sprachstandsinformationen. Deshalb wollen wir es in diesem Schuljahr noch stärker ausbauen. Außerdem werden wir in diesem Schuljahr bei der Sprachförderung einmal mehr gezielt auf unsere Kleinsten schauen. Fast die Hälfte der 0- bis 6-jährigen Kinder in Hessen hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. Über 10.000 Kinder pro Schuljahr nehmen deshalb das Angebot der freiwilligen Vorlaufkurse wahr. Diese Zahl wird weiter steigen. Und deswegen werden wir dieses Angebot auch weiter ausbauen. Eine der möglichen Anschlussmaßnahmen an die Vorlaufkurse Deutsch und PC, das ist eine Förderung während des Regelunterrichts durch sprachintensiven Deutsch- und Mathematikunterricht in Kleingruppen vom ersten Schuljahr an, werden wir auf mindestens 100 Grundschulen ausweiten. Und durch alle diese Maßnahmen wollen wir das Ziel erreichen, dass möglichst alle Kinder von Anfang an mitreden können. Mit dem Sozialindex haben wir in der aktuellen Legislaturperiode 540 Stellen. Davon 141 für die reinen Grundschulen eingerichtet, um Schulen, die unter schwierigen Ausgangsbedingungen arbeiten, gezielt zu unterstützen. Und ein weiteres Erfolgsmodell, das wir in den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen werden, sind die seit 2007 durchgeführten zentralen und schulbezogenen Osterferiencamps. Damit unterstützen wir die Jugendlichen, die bisher in der Schule weniger erfolgreich waren, mit dem Ziel, ihre Versetzung oder ihren Hauptschulabschluss zu erreichen. Wir stärken damit ihr Selbstbewusstsein und ihre Lernmotivation und geben ihnen gute Lernstrategien zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten an die Hand. In den zurückliegenden 10 Jahren haben bereits mehr als 2.200 Schülerinnen und Schüler von diesem Angebot profitiert. Und das mit einer durchschnittlichen Versetzungsquote von 80%. Das ist ein Erfolgsformat, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolgsformat, und wir wollen es zugunsten des Schulerfolgs von zugewanderten Kindern und Jugendlichen weiter ausdehnen. Die Hessische Landesregierung setzt außerdem, das wissen Sie, im Ganztagsbereich einen Schwerpunkt ihrer Arbeit und sieht in dessen bedarfsgerechtem Ausbau einen Schlüssel für eine qualitätsorientierte Entwicklung des Schulsystems, von der unsere Kinder und Eltern dauerhaft profitieren werden. Dabei ist der Pakt für den Nachmittag, den wir im Schuljahr 2015/16 gestartet haben, das umfangreichste Ausbauprogramm für den Ganztag, das es je in Hessen gab. Im vergangenen Schuljahr sind 65 neue Paktschulen hinzugekommen. In diesem Schuljahr werden 46 weitere Schulen den Pakt umsetzen. Aktuell nehmen 167 Schulen und 21 der 33 Schulträger, also 2/3 aller Schulträger, teil. Und dafür erhalten die 167 Paktschulen rund 390 Stellen. Insgesamt werden in diesem Schuljahr die mehr als 600 Grundschulen und verbundenen Grundschulen im Ganztagsprogramm des Landes, einschließlich der Schulen im Pakt für den Nachmittag, rund 1.000 Stellen erhalten. Dabei bleibt, und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, der Pakt für den Nachmittag ein freiwilliges Angebot. Wir zwingen niemanden zu etwas, sondern wir ermöglichen Wahlfreiheit und schaffen Optionen für unsere Eltern. Denn nicht überall im Land wünschen sie für ihre Kinder in gleich hohem Maße einen ganztägigen Verbleib in den Schulen. Und Schule, meine Damen und Herren, seien wir hier doch ehrlich, kann auch nicht alles leisten. Natürlich tragen die Eltern weiterhin ganz wesentliche Maße zur Bildung und Erziehung ihrer Kinder bei. Wir sehen deshalb in der Unterstützung der Familie und durch die Familie eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn unserer Kinder, ohne dabei die Gesellschaft aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Und ganz im Sinne unseres Grundwerts der Solidarität wollen wir deshalb die Unterstützung schaffen, die Eltern vor Ort brauchen, um der Verantwortung für ihre Kinder gerecht werden zu können. Meine Damen und Herren, selbstverständlich werden wir in Hessen auch den Weg der Inklusion weitergehen. Aber Qualität braucht auch hier ihre Zeit. Und von daher stehe ich für eine Inklusion mit Augenmaß. Die Bewahrung des Bewährten
und eine behutsame Weiterentwicklung. Das gilt auch für den Weg, den wir mit der Einführung der inklusiven Schulbündnisse beschritten haben. Wir halten dadurch unsere hohe Expertise in allen 8 Förderschwerpunkten. Die Förderschulen stellen nach wie vor ein attraktives Bildungsangebot dar und sind zum Erhalt von sonderpädagogischem Know-how unerlässlich. Sie sind für viele Schülerinnen und Schüler der geeignete Förderort und werden auch von vielen Eltern als die für ihre Kinder geeignete Schule aktiv gewählt. Gleichzeitig schaffen wir aber neue Möglichkeiten für die inklusive Beschulung, ohne die Schulen und die Schulträger zu überfordern. Dazu haben wir die inklusiven Schulbündnisse geschaffen und im neuen Schulgesetz verankert, und wir haben in diesem Schuljahr rund 200 Stellen mehr zum Ausbau des inklusiven Unterrichts zur Verfügung gestellt. Nein, wir betreiben keine Inklusion mit der Brechstange, meine Damen und Herren. Wie so oft liegt auch hier der richtige Weg in der Mitte. Inklusion mit Augenmaß, so viel Inklusion wie möglich, so viel Differenzierung wie nötig, Qualität vor Quantität und das Kindeswohl sowie die Wahlfreiheit der Eltern, das sind auch hier unsere zentralen Prämissen. Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler erfahren zudem eine sonderpädagogische Beratung und Förderung an allgemeinen Schulen in Form von vorbeugenden Maßnahmen, ohne dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird. Diese Förderung, die dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler in der allgemeinen Schule bleiben können, ist eine herausragende Leistung der Lehrkräfte der Beratungs- und Förderzentren und derjenigen der allgemeinen Schulen in Hessen. Sie sichern Hessen im Bereich der präventiven Maßnahmen einen Spitzenplatz im Vergleich der Bundesländer. Und Prävention vor Feststellung ist seit Jahren eine mit großem Ressourceneinsatz unterstützte hessische Maxime. Das Wohl des einzelnen Kindes ist uns auch hier die Richtschnur bei allen Entscheidungen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, diese Beispiele verdeutlichen, dass diese Landesregierung nicht nur ihrer sozialpolitischen Verantwortung gerecht wird, sondern ebenso ihrer zentralen bildungspolitischen Leitlinie der Qualitätssicherung. Wir werden diesen Weg der Qualitätssicherung und Entwicklung an unseren Schulen konsequent fortsetzen. Dafür bedarf es natürlich weiterhin einer verlässlichen Ressourcenausstattung, um die Rahmenbedingungen für diesen stetigen Qualitätsentwicklungsprozess sicherzustellen. Und die gewährleisten wir, meine Damen und Herren, bereits mit unserer 105-prozentigen Lehrerversorgung. Schauen Sie sich im Vergleich dazu beispielsweise in unser nördliches Nachbarland Niedersachsen an. Dort heißt es im Amtsblatt des Kultusministeriums, ich zitiere, die Werte zur Unterrichtsversorgung an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2016/17 konnten stabil gehalten werden. Stabil, ja, bei 98% an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Und im Bereich der berufsbildenden Schulen stehen gar nur 88% Unterrichtsversorgung unseren 105% gegenüber. Meine Damen und Herren, diese 105% sind unser Markenzeichen, und damit stehen wir nach wie vor im Bundesvergleich einmalig da. Darauf dürfen und wollen wir uns aber nicht ausruhen. Insbesondere der Lehrerversorgung sowie der Stellenbesetzung gilt seit Anfang dieses Jahres unser besonderes Augenmerk. Wie ich Ihnen bereits zu Beginn des Schuljahres erklärt habe, konnten wir aufgrund der allgemeinen Bewerberlage zu Beginn des Schuljahres rund 100 Planstellen an unseren Grundschulen noch nicht dauerhaft besetzen. Aktuell haben wir diese Lücke schon wieder um ein Viertel reduziert, und mittlerweile haben über 200 Personen ihr Interesse an Vertretungsverträgen für einen Einsatz in den Grundschulen bekundet. Dabei handelt es sich um bisher nicht zugelassene Bewerber für das Referendariat im Gymnasial- bzw. im Haupt- und Realschulbereich, also allesamt hochqualifizierte Menschen mit einer pädagogischen Ausbildung. Ich bin daher zuversichtlich, diese Lücke in den nächsten Wochen schließen zu können, spätestens wenn nach den Herbstferien noch die Referendare, die ihre zweite Staatsprüfung abgeschlossen haben, hinzukommen werden. Und auch hier, meine Damen und Herren, wenn ich hier einen Blick in unsere Nachbarbundesländer werfe, und das können Sie in ganz vielen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln lesen, da wird Hessen nie erwähnt, weil Hessen nämlich ganz andere Zahlen hat. Im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern stehen wir in Hessen großartig da, was diese Bewerberlage anbelangt. Ich weiß, der Abg. Degen wird jetzt gleich wieder die Zahl von 6.000 Lehrkräften ins Spiel bringen, die angeblich ohne entsprechende Ausbildung bzw. Qualifikation unterrichten würden. Deswegen will ich auch ein paar Worte dazu sagen. Das Erste und Wichtigste ist, das hat mit der aktuellen Lehrersuche im Grund- und Förderschulbereich überhaupt nichts zu tun. Die Tatsache, dass ein gewisser Anteil von Personen auch ohne Lehramt im Unterricht eingesetzt wird, ist nämlich nichts Neues. Und das wird auch nicht nur in Hessen schon seit Jahren praktiziert. So finden wir beispielsweise bei diesen 6.000 Lehrkräften alleine knapp 1.500 Pfarrer und Gemeindereferenten, die, wie es schon immer Usus war, im Dienst der Kirchen an unseren Schulen Religionsunterricht erteilen.
Ich habe selber Anfang der 80er Jahre in einer hessischen Schule bei einem Pfarrer evangelischen Religionsunterricht gehabt. Und ich muss sagen, bei allem, was ich an der SPD-Bildungspolitik dieser Jahre zu kritisieren hatte, und das war nicht wenig, das gehörte nicht dazu. Und das Gleiche gilt für, ja, es ist immer die Frage, ob trotz oder wegen, lieber Herr Schäfer-Gümbel. Das Gleiche gilt für gestandene Fachwissenschaftler, speziell im Bereich der Naturwissenschaften. Und weil Sie so Freude an meinen persönlichen Erfahrungen haben, mein eigener Mathematiklehrer war auch von Haus aus Diplomphysiker. Es gilt für Diplom-, Sport- und Musiklehrer. Und dass an unseren beruflichen Schulen Berufsträger aus der Praxis wie etwa Handwerksmeister unterrichten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis weitergeben, das ist doch sogar gewollt, meine Damen und Herren. Wenn wir diese Leute parallel entsprechend weiterqualifizieren, und das tun wir in Hessen sehr erfolgreich, dann bleiben wir hier auf einem guten Weg. Und es bleibt aber auch dabei, dass wir die Einstellung von Quereinsteigern auf das notwendige Minimum beschränken wollen. In anderen Bundesländern, und das kann ich jetzt der Oppositionsseite nicht ersparen, und zwar vor allem in denen von Ihnen regierten, stellt sich die Lage doch noch ganz anders dar. Ich darf Schauen auf die Redezeit der Fraktion hinweisen, mehr nicht. Danke schön, aber dieses eine Beispiel und ein Schlusswort möchte ich mir doch gestatten. Schauen wir noch einmal nach Niedersachsen. Das muss ich ja tun. Ne? Über die Schulpolitik dort wird ja in drei Wochen abgestimmt. Hier wurden zu Schuljahresbeginn hunderte Gymnasiallehrer an die Grundschulen geschickt. An manchen Gymnasien wurde teilweise jeder zweite Lehrer ausgeliehen. Im letzten Schuljahr waren von 3.500 Neueinstellungen wohlgemerkt, rund 430 Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung. Das entspricht einem Anteil von 12%. Und zum fünften Mal in Folge ist ja auch die Unterrichtsversorgung weitergesunken. Wir gewährleisten dafür weiterhin die durchschnittlich 105-prozentige Lehrerversorgung, und wir arbeiten mit aller Kraft daran, alle diese Stellen auch tatsächlich mit vollqualifizierten Lehrerinnen und Lehrern zu besetzen. Das ist, wie Sie alle wissen, im Grund- und Förderschulbereich nicht ganz einfach. Aber genau deswegen richten wir unseren Blick ja schon jetzt in die Zukunft. Und ich darf auf die Antwort für ihn auf die Frage verweisen, 50-prozentige Steigerung der Ausbildungskapazitäten im Grund- und Förderschullehramt, und die Universitäten signalisieren uns, sie werden diese Stellen auch besetzen können. Also auch diese Maßnahme erweist sich als erfolgreich, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die genannten Erfolge sind nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis kluger Reformen und großer finanzieller Anstrengungen des Landes. Der nationale Bildungsbericht hat uns das letztes Jahr bescheinigt, dass es Hessen als einzigem Bundesland gelungen ist, und darauf sage ich ganz ehrlich, bin ich besonders stolz, den Anteil der Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht zu halbieren. Und damit erfüllen wir das, was von den Ländern in der Qualifizierungsoffensive 2006 vereinbart wurde. Und der nationale Bildungsbericht belegt auch noch etwas anderes, meine Damen und Herren. Nämlich, wir haben eine überdurchschnittlich junge Lehrerschaft. 59% der hessischen Lehrerinnen und Lehrer sind unter 50 Jahren alt. Wir haben ein Durchschnittsalter von 46 Jahren. Das sind 5 Prozentpunkte mehr oder mehr oder weniger 5 Jahre weniger als im Durchschnitt der Länder. Und das verdanken wir der offensiven Einstellungspolitik der vergangenen Jahre, weil wir eben nicht im Gegensatz zu anderen Bundesländern zurückgehende Schülerzahlen dazu genutzt haben, Lehrerstellen aus dem System zu nehmen, sondern weil wir kontinuierlich weiter eingestellt haben, jede Stelle nachbesetzt haben, als die Schülerzahlen gestiegen sind, zusätzliche Stellen geschaffen haben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt auch eine richtige Altersmischung in den Kollegien haben und vor keiner übermäßigen Pensionierungswelle stehen. Und all das wird der Qualität des Unterrichts auch weiterhin zugutekommen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Abschluss den englischen Kunstkritiker, Sozialökonomen und Sozialreformer John Ruskin zitieren. Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis angestrengten Denkens, und jetzt möchte ich selbst hinzufügen, und harter Arbeit. Diese Anstrengung und diese Arbeit leisten unsere Schulen tagtäglich vor Ort, aber auch wir in der hessischen Bildungspolitik zu ihrer Unterstützung. Zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und zur Sicherung ihrer Bildung als Schlüssel zum Erfolg für jeden Einzelnen und für unsere Gesellschaft. Das ist unsere zentrale Leitidee, und auf diesem Weg werden wir weitergehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Degen für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kultusminister hat seine zugegeben mit etwas Verspätung gehaltene Regierungserklärung. Naja, wir haben ja fast schon Herbstferien, Herr Boddenberg. Hat seine Regierungserklärung und hat das Motto der Bildungsqualität gestellt. Das halte ich ehrlich gesagt für mutig. Und dabei war diese Erklärung exemplarisch für die Bildungspolitik dieser Landesregierung. Denn erst kommt sie bildungspolitisch gar nicht in die Gänge, dann sind die vorgestellten Maßnahmen ungenügend, halbherzig und eben einfach zu spät, meine Damen und Herren. Und ja, das beste Beispiel ist der Lehrermangel dafür. Darauf werde ich gleich noch eingehen, meine Damen und Herren. Diese Regierungserklärung war nichts anderes als der Beipackzettel einer Packung Beruhigungspillen mit dem Zweck, die eigentlichen Krankheiten in Hessen zu kaschieren. Und ich finde es ja fast schade, Herr Kultusminister, die Landesregierung scheint nicht daraus gelernt zu haben, dass sie mit dem gebetsmühlenartigen Wiederholen von statistischen Mittelwerten und Prozentwerten und einem virtuellen Allzeithoch keinen Blumentopf an den Schulen in Hessen gewinnen kann. Denn die Realität spricht eine ganz andere Sprache. Den Schulen ist es ziemlich wurscht, wie die durchschnittliche landesweite Lehrerversorgung ist. Denen ist egal, wie die Lehrerversorgung ist, wenn Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen, wenn gerade wieder über die WhatsApp-Gruppe in der Klasse in einer sechsten Jahrgangsstufe eines Gymnasiums Bilder von grausamen Enthauptungen verschickt werden und das in aller Härte Auswirkungen auf das Lernen und Leben in der Schule hat, meine Damen und Herren. Schulen sind damit konfrontiert, dass sie trotz Raumnot neue Intensivklassen aufmachen müssen und andere Schulen gar keine haben. Wir haben vorhin die Aufstellung gehört, wie diese Klassen in Hessen verteilt sind. Und Lehrkräfte haben kein Verständnis für ihre statistischen Zahlen, wenn sie ungenügend auf den Jungen im Elektrorollstuhl mit Tetraspastik und geistiger Behinderung vorbereitet werden. Von Unterstützung, die fehlt, ganz zu schweigen. Und Lehrkräfte, die immer mehr Förderpläne schreiben müssen, ohne dass dies in irgendeiner Form honoriert wird. Auch das, meine Damen und Herren, hat nichts mit der Lehrerversorgung 105% zu tun. Und genauso verstehen Lehrkräfte das nicht, wenn Salafismus und Islamismus auch am Schultor nicht Halt machen. Das alles sind Realitäten und Herausforderungen an Schulen, auf die Sie nach wie vor keine Antworten geben. Und wenn dann gleich noch mehrere Stellen an einzelnen Schulen, an mehreren Schulen nicht besetzt sind, ist das besonders bitter. Das alles, meine Damen und Herren, hat sehr viel mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Da bin ich dem Minister dankbar, dass er in der Tat den gesellschaftlichen Wandel angesprochen hat. Nur besonders ironisch ist es dann, wenn Schulen sich gerade wegen dieses Wandels mit Überlastungsanzeigen an das Kultusministerium wenden und diese Überlastungsanzeigen dann abgetan werden und eben all die Sonderprogramme, die genau auf diese Problemstellungen antworten sollen, da helfen sollen, zusammengestrichen werden, weil eben die Lehrerversorgung für die Grundunterrichtsversorgung umgelenkt werden müssen und die Schulen, die Schulleitungen vor Ort gezwungen sind, genau diese Sonderprogramme zusammenzustreichen, damit der Grundunterricht gehalten werden kann aufgrund des Lehrermangels in Hessen, meine Damen und Herren. Das ist Schulqualität à la Schwarz-Grün. Der Lehrkräftebedarf, der Lehrermangel, der ist ja nicht erst zum Schuljahresbeginn akut geworden. Wir haben davor immer wieder gewarnt, allem voran im Förderschulbereich. Denn die Landesregierung hat schlicht und einfach vergessen oder es übersehen, hier ausreichend und frühzeitig in die Lehrerausbildung im Gespräch mit den Universitäten zu investieren. Seit 6 Jahren ist es keine Überraschung, dass die Geburtenzahlen steigen, und genauso keine Überraschung, dass Lehrkräfte in Hessen pensioniert werden, meine Damen und Herren. Das alles hat sehr wenig mit Flüchtlingen zu tun. Das hat man ja auch der
dem Haushaltsplan entnehmen können. Selbst die Stellen, die für Intensivklassen geschaffen wurden, sind ja gar nicht einmal alle verausgabt worden. Das Einzige, was die Landesregierung in den letzten Jahren getan hat, sie hat die letzten Jahre den Grundschullehrern angeboten, sich zu Förderschullehrern weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren, sie hat den Mangel von der einen Tasche in die andere Tasche verschoben und damit die ganze Lage noch schlimmer gemacht. Und genauso hat die Landesregierung die Ausbildungskapazitäten an den Studienseminaren reduziert und den Mangel noch verschärft, meine Damen und Herren. Kommen wir einmal zum Faktencheck. Ich bin dem Minister ja dankbar, dass er die 6.000 angesprochen hat. Das sind, meine Damen und Herren, 6.000 Personen, auf die der Minister uns, auf unsere Fragen, bisher keine Antworten geben konnte, welche Qualität dahinter liegt ist. Es geht ja heute um Qualität. 5.500 sind mit einer sogenannten Unterrichtserlaubnis eingetragen. Zu 500 kann man gar keine Angabe machen, meine Damen und Herren. Da sind wir wirklich sehr gespannt auf die Antwort zum Berichtsantrag. Aber es scheint nun offenbar so, dass hier Lehrkräfte tätig sind, die keine pädagogische Qualifikation haben. Und, Herr Kultusminister, ich rede nicht von den Lehrkräften an beruflichen Schulen, die durch ihre Berufsausbildung und ihre berufliche Tätigkeit da einspringen und den Schülerinnen und Schülern hilfreiche Hinweise in Bezug auf ihre Berufstätigkeit geben. Ich rede auch nicht von den Rallye-Lehrkräften. Ich rede von Lehrkräften, die ein Hochschulstudium nicht absolviert haben, möglicherweise ein Lehramtsstudium abgebrochen haben, die die Schulen händeringend aufnehmen, weil sie eine große Not haben, weil sie ihre Unterrichtsversorgung nicht anders abgedeckt bekommen, besonders an Grundschulen, besonders an Förderschulen. Die finden ja heute nicht einmal mehr jemanden für VSS, verlässliche Schule, weil der gesamte Markt an möglichen Leuten, die Studierende sind, abgegrast sind, weil alle auf ordentlichen Stellen mit befristeten Verträgen unterrichten müssen. Meine Damen und Herren, so drastisch ist der Lehrermangel in Hessen. Und wenn Hessen, Herr Kultusminister, in bundesweiten Vergleichen da mit seinen 100 Stellen, die angeblich nur fehlen an Grundschulen, relativ gering abschneidet, dann liegt das doch nur daran, dass Hessen besonders dreist durch die Einstellung von solchen Leuten ohne pädagogische Ausbildung, dass es besonders dreist den eigentlichen Lehrermangel kaschiert und hier durch ein unehrliches Gebaren so tut, als seien alle Lehrerstellen in Hessen mit qualifizierten Personen besetzt. So viel zur Schulqualität in Hessen. Die Nebenwirkungen übrigens sind, dass die Vertretungsreserve in Hessen quasi nicht mehr existent ist. Erst gestern hat mir eine Lehrkraft berichtet, es gibt Klassen, die bislang kein Mathe, Deutsch und Sport haben, weil die eingeplanten Lehrkräfte langzeiterkrankt oder in Elternzeit sind und wir keinen Ersatz für sie finden. Das ist kein Einzelfall, meine Damen und Herren. Künftig werden Langzeiterkrankungen, Mutterschaften und Elternzeiten den Unterrichtsbetrieb zusammenbrechen lassen. Und das, meine Damen und Herren, damit diesem Problem ist die Schule nicht alleine. Das sind wirklich einige. Damals hatten wir wirklich einige Probleme, Herr Bellino, aber sicherlich keinen Lehrermangel. Meine Damen und Herren, CDU und Grüne treiben unsere Schulen stehenden Auges in pädagogischen Notstand, meine Damen und Herren. Herr Kollege, einen Augenblick, ich habe die Redezeit angehalten, damit die Abregung. Das wollen Sie doch nicht bestreiten, dass es damals keinen Lehrermangel gab. Wir haben, es wurde ausreichend ausgebildet. Es wurde ausgebildet, und es gab vor allem eine ordentliche Weiterbildungsstruktur und Fortbildungsstruktur in Hessen. Über Qualität hatten wir damals kein Problem in Hessen. Meine Damen und Herren, die diversen Notmaßnahmen, die in Hessen inzwischen greifen, mehr oder weniger, die haben doch alles eins gemeinsam. So wirklich richtig funktioniert keine, weder die Pensionäre noch die Quereinsteiger aus anderen Lehrämtern, weil einfach gerade das Lehramt an Grundschulen nicht wirklich attraktiv ist. Die Konsequenz sind größere Gruppen und schlechtere Lern- und Arbeitsbedingungen für alle. Und auch in der Lehrerausbildung bringt die Landesregierung ehrlich gesagt nach wie vor nichts auf die Kette, meine Damen und Herren.
bin ja noch nicht so viele Wahlperioden hier im Haus, aber meiner Erfahrung nach scheint das die erste Landesregierung seit Langem zu sein, die es offenbar, vielleicht kommt ja noch was, es nicht schafft, eine Novelle des hessischen Lehrerbildungsgesetzes auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Herren, das wäre einmal ein Indikator, um Qualität voranzubringen, aber da warten wir wohl noch lange. Wir Sozialdemokraten haben ein ganz klares Konzept. Wir wollen die gleich lange Ausbildung für alle Lehrkräfte, optimalerweise 10 Semester, weil es gerade der Qualität wegen einen großen Nachholbedarf gibt. Das hat etwas mit Deutsch als Zweitsprache zu tun, genauso mit dem sprachsensiblen Fachunterricht, der alle angeht, weil wir künftig immer damit leben müssen, dass wir Zuwachs haben, nicht nur aus Flüchtlingsstaaten, auch aus anderen, gerade aus dem EU-Ausland, und hier mit umgehen müssen. Wir müssen sicherstellen, dass alle Lehrkräfte inklusive Grundkompetenzen vermittelt bekommen und genauso das multiprofessionelles, ganztägiges Arbeiten in allen Lehramtsstudien verankert ist. Und dementsprechend brauchen wir hier eine Erhöhung auch der Lehramtsstudienzeiten, wie das andere Bundesländer längst getan haben, meine Damen und Herren. Ich komme einmal zum Thema Schulleitungen. In der Tat hat die Landesregierung da etwas auf den Weg gebracht. Herr Kultusminister, von einer neuen Ära zu sprechen, halte ich ehrlich gesagt etwas übertrieben. Das Einzige, was Sie mit diesem Programm ja hinbekommen haben, und da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, ist, dass Sie viel stärker sich die Schulleiterinnen und Schulleiter vorab anschauen können. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass es da wirklich um objektive Kriterien geht und nicht um die Kriterien, die eigentlich im Hinterzimmer der hessischen CDU am wichtigsten sind, meine Damen und Herren. Ob es gelingen wird, damit auch wirklich mehr Lehrkräfte zur Leitung einer Schule bewegen zu können, das steht in Zweifel. Das werden wir sehen, meine Damen und Herren. Jedenfalls sind auch die Überlastungen an Schulleitungen kein Thema, das man auf die leichte Schulter nehmen kann. Ehrlich gesagt, die Zahlen ja immer wieder zeigen, dass schon heute sich eigentlich kaum jemand für die Schulleitung interessiert und wir immer wieder Ausschreibungen haben, die neu ausgeschrieben werden müssen, weil sich niemand dafür findet, meine Damen und Herren. Komme ich weiter zu den Arbeitsbedingungen. Der Minister hat die Grundschulen angesprochen. Er sagte, die Grundschule ist als erste Schulform prägend für den weiteren Bildungsweg der Kinder und nimmt eine Vielfalt unterschiedlichster Begabungen auf. Sie sei bedeutungsvoll, die Grundschule. Stimme ich ausdrücklich zu. Aber warum, wenn Sie das doch so sehen, bezahlen Sie nicht endlich die Grundschullehrkräfte auch genauso wie die anderen Lehrkräfte an allen anderen Schulen, meine Damen und Herren? Warum lassen Sie nicht Ihren Worten darauf mal Taten folgen? Die unterschiedliche Bezahlung der Lehrämter hat doch nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Da werden doch heute an den Grundschulen wirklich die Grundlagen gelegt. Und da kann man doch nicht sagen, das ist ein niederes Schulwesen oder was auch immer. Hier müssen alle Lehrkräfte gleich bezahlt werden, meine Damen und Herren. Wir Sozialdemokraten sagen dazu das Einstiegsgehalt nach A13, meine Damen und Herren, so wie Berlin es macht und so wie es auch die schwarze Ampel in Schleswig-Holstein in ihrem Koalitionsvertrag stehen hat, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, auch das Thema Sozialpädagogen hat wirklich etwas zu tun mit der Frage der Entlastungen an Schulen, an weiterführenden Schulen. Viele Überlastungsanzeigen kommen übrigens auch von weiterführenden Schulen. Und das Thema Sozialpädagogen ist auch ein schönes Beispiel dafür, wirklich, um klarzumachen, dass wir einfach ein anderes Konzept haben. Natürlich kann man Sozialpädagogen auch als OSF an die Schulen holen. Daran ist nichts Falsches, meine Damen und Herren. Was wir doch brauchen ist, und das hat ja früher mal die CDU auch anders gesehen, ist wirklich endlich dazu zu kommen, dass wir die Schulträger, vor allem die Kommunen, dazu bringen können, sie ermutigen können, die Schulsozialarbeit, die klassische Schulsozialarbeit, die nichts mit dem zu tun hat, was der Minister vorgestellt hat, endlich auszubauen, meine Damen und Herren, Hessen, am besten mit einer Drittelfinanzierung zwischen dem Land, dem Schulträger und den Kommunen, meine Damen und Herren. Da sind wir ja auch nicht alleine mit unserer Forderung. Das machen andere Bundesländer. Das wird ja immer hier gerne angeführt, wer was macht.
Es gibt in Baden-Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz eine Förderpauschale, um genau diese Aufgabe der Kommunen zu unterstützen, auszubauen unter Beteiligung des Landes, meine Damen und Herren. Das wäre ein wirklicher Fortschritt, ein wirklicher Beitrag zu mehr Chancengleichheit in Hessen, hier auch die Sozialarbeit in der Schule mit der Sozialarbeit außerhalb der Schule durch eine echte Schulsozialarbeit zu verknüpfen, meine Damen und Herren. Genauso wäre eine wirkliche Maßnahme für mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in Hessen der Ausbau von echten gebundenen und teilgebundenen Ganztagsschulen. Ich sage es ausdrücklich, weil Sie uns immer wieder falsch anführen, Herr Minister, ausdrücklich mit der Zustimmung und im Einvernehmen mit der Schulgemeinde. Denn das, was derzeit in Hessen an Ganztagsschulprogrammen läuft, hat ja wirklich den Namen nicht wirklich verdient. Es gibt einige mehr Angebote an ganztägig arbeitenden Schulen. Aber wenn wir mit dem Tempo des Ausbaus echter Ganztagsschulen so weitermachen, werden wir noch hunderte Jahre brauchen in Hessen, um dort anzukommen. Hunderte von Jahren, genauso ist es. Meine Damen und Herren, machen wir doch den Faktencheck. Machen wir doch den Faktencheck. Das ist ja gerade im Rahmen des Wahlkampfs wieder ein beliebtes Wort gewesen. Der Minister hat angeführt, es gab im letzten Schuljahr 122 neue Paktschulen. Nur, was er nicht gesagt hat, von diesen 122 Paktschulen waren ja 83 schon längst vorher im Ganztagsprogramm des Landes Hessen, meine Damen und Herren. Also mit dem größten Ausbauprogramm in der Geschichte des Landes ist es soweit nun gar nicht her. Auch hier unterscheiden wir Sozialdemokraten uns sehr klar von Schwarz-Grün. Wir wollen diese echten Ganztagsschulen, indem wir übrigens auch die Rahmenbedingungen attraktiv machen. Es ist ja immer wieder auch offenbar Strategie der Landesregierung, gar nicht die Schulen abzuhalten, davon sich zu bewerben, weil erstens nun einmal nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht und zweitens die Rahmenbedingungen hier auch schon einmal besser waren. Ich nenne auch nur einmal die Frage der Umwandlung des Geldes in Stellen, das, glaube ich, seit 2005 nicht mehr erhöht wurde. Hier ist großer Nachholbedarf, um wirklich den Ausbau echter Ganztagsschulen attraktiv zu machen für die Schulgemeinden. Wir wollen echte Ganztagsschulen, weil nur durch eine echte Rhythmisierung wir wirklich zu mehr Qualität auch im Nachmittag kommen. Denn das, was doch bis heute passiert, was Ihr wohlgelobter Pakt macht, ist doch einfach nur, den Unterricht im Halbtag so zu belassen, wie er ist, und am Nachmittag durch irgendwelche meistens andere Kräfte, die auch nicht immer eine pädagogische Ausbildung haben, Betreuung zu machen und durch dieses Modell keine wirkliche Rhythmisierung und neue Qualitätsmöglichkeiten an unseren Schulen am Nachmittag zu ermöglichen, meine Damen und Herren. Ähnlich verhält es sich bei der Inklusion. Seit 30 Jahren gibt es gemeinsamen Unterricht in Hessen. Sich heute hier hinzustellen und zu sagen, Sie wollen das alles mit Augenmaßen, auf die Qualität muss es ankommen, Herr Kultusminister, ist im Grunde blanker Hohn. Wir wissen sehr gut, wie Qualität in Hessen ist. Und es waren immer CDU-geführte Landesregierungen, die diese Standards zerschossen haben, die diese Standards abgebaut haben. Und anstatt hier ordentlich auch rechtzeitig in die Ausbildung zu investieren, der Förderpädagogen rechtzeitig zu sagen, wir müssen Kapazitäten erhöhen, das zu unterbinden. Sie erzählen uns etwas von 200 Stellen, die neu geschaffen werden sollen. Sie wissen doch heute schon, dass Sie keine einzige dieser Stellen für die Inklusion werden besetzen können, Herr Kultusminister. Übrigens fahren Sie genauso die Förderschulen an die Wand. Sie haben zwar ein Weiterbildungsprogramm, das marginal auch dort greift, aber Sie haben komplett vergessen, die Förderschulen im Schwerpunkt geistiger Entwicklung. Wir haben mehrere Schulen im Land, wo 3, 4 Stellen auch dort offensichtlich nicht besetzt werden können. Die Förderschulen treiben Sie so auch wirklich, lassen Sie ausbluten. Meine Damen und Herren, wir wollen eine andere Schulpolitik. Wir brauchen eine andere Schulpolitik. Es geht nicht darum, hier und da ein bisschen was draufzusatteln. Es geht darum, dass wir endlich auch einmal deutlich machen, dass die Landesregierung deutlich macht, wohin sie eigentlich will. Schwarz-Grün fehlt der Mut, ob bei Inklusion, bei Ganztag eigentlich einmal zu sagen, wohin sie will. Sie machen deswegen von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Wir Sozialdemokraten wollen ein offenes und sozial durchlässiges Bildungssystem, das kein Kind zurücklässt und allen die gleichen Chancen eröffnet, ihr Potenzial zu nutzen. Dazu brauchen wir eben mehr echte Ganztagsschulen, bessere Rahmenbedingungen für Inklusion. Wir brauchen echte Schulsozialarbeit. Und der Zugang zum bestmöglichen Bildungsabschluss muss eben unabhängig von der Herkunftssprache, dem Einkommen der Eltern oder anderer äußerer Faktoren möglich sein. Es genügt nicht,
Es genügt nicht, nur von individueller Förderung zu reden und gleichzeitig die Schulen im Großen und Ganzen im Regen stehen zu lassen, meine Damen und Herren. Da will ich auch etwas zum Sozialindex sagen. Der Sozialindex heute ist ein erster Schritt. Aber auch da geht es gar nicht darum, auch wenn es wünschenswert wäre, hier mehr Stellen draufzusatteln. Es geht auch darum, dass wir den Sozialindex so weiterzuentwickeln, dass er wirklich schulscharf ist, dass er wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Kommune eingeht und nicht bloß auf die Region, in der die Schule abgebildet ist, meint haben. Das Verteilen mit der Gießkanne muss ein Ende haben. Und ich komme zum Schluss. Der Kultusminister sprach vom gesellschaftlichen Wandel. In der Tat gibt es viele neue Herausforderungen durch diesen Wandel. Nur gerade die CDU ist nicht die Partei, die diesen gesellschaftlichen Wandel gestalten kann. Entweder wir sind Ihnen schon einen Schritt voraus, oder Sie laufen uns hinterher. Beispiele dafür gab es in letzter Zeit genug, ob bei den Kindergärten, bei der Sozialarbeit, bei den Grundschulen. Bei den Grundschulen. Erst haben Sie 140 Stellen gestrichen an den Grundschulen. Jetzt plötzlich entdecken Sie, dass die überlastet sind, meine Damen und Herren. Das alles haben wir Ihnen doch schon längst gesagt. Der Bildungsgipfel wäre eine Chance gewesen, genau diese Ziele und Schritte zu definieren und Verlässlichkeit zu schaffen. Nur leider hat damals der Landesgroßvater, der jetzt nicht da ist, erklärt, er werde keinen Millimeter von den bildungspolitischen Grundlinien der CDU abweichen. Meine Damen und Herren, deswegen wollen wir Sozialdemokraten nicht alles anders machen, aber vieles besser, planbar und zuverlässig. Das hessische Bildungssystem hat großen Reformbedarf. Wir werden diesen ab 2019 Schritt für Schritt gemeinsam mit den Schulen, Schulgemeinden, der Bildungsverwaltung, der Lehrkräfteakademie respektvoll und kooperativ angehen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.